In einem kleinen, unscheinbaren Fotostudio in Paris stand eine wirklich große Künstlerin vor der Linse einer Starfotografin und unter den wachsamen Augen eines weltberühmten Designers. Mit Conchita war es Liebe auf den ersten Blick. Ich bin schon lange ihr Fan. Als ich gehört habe, dass sie den Song Contest gewonnen hat, war ich ganz aus dem Häuschen. Sie hat es verdient, denn sie ist einzigartig. Es ist so, als würde ich einen Freund wieder treffen, den ich lange nicht gesehen habe. Conchita Wurst im Klimt-Design. So werden die Plakate für den Live-Ball aussehen. Die Thematik ist eine ganz, ganz wichtige. Ich habe Freunde, die HIV-positiv sind. Und wenn ich da etwas tun kann, damit die Forschung und die Entwicklung weitergeht, dann bin ich da jedes Jahr gerne bereit. Und ich lasse es mir eh nicht nehmen. Sie ist überhübsch und sie hat auch ein bisschen Humor und Persönlichkeit, was für mich immer wichtig ist. Jean-Paul Gaultier wird nach 20 Jahren wieder Designer des heurigen Live-Balls sein. Sein Debüt verlief damals allerdings sehr turbulent. Wir haben in 4 Meter Höhe Soundkabeln und Lichtkabeln verlegt gehabt. Ja. Und die Leute haben es irgendwie geschafft, darauf zu kommen, und plötzlich mitten in der Fashion-Show von Gaultier werden diese Kabeln durchtrennt. Ja. Die Show ging weiter, die Models sind rausgegangen, es war stumm, also es war nicht stumm, die Leute haben geschrien. Ja. Der Gaultier kommt mir entgegen und sagt: Das Schönste, was er je bei einer Modeschau von sich gehabt hat, war, wie jetzt diese Minuten die Musik aus war und nur die Freudenschreie vom Publikum da waren. Watch out!